Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Lange hat's gedauert. Es tut mir leid. Ja, ich sag das fast nach jedem Part mittlerweile, ne? Ja, auch hier zur Erklärung. Ich war im Urlaub. Wollte eigentlich während der Urlaubszeit auch noch Videos bringen. Hab's zeitlich nicht geschafft. Es tut mir leid. Jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück. Frisch und munter, alles vergessen, keine Skills mehr. Wagen wir uns jetzt durch diese Tür. Ich höre ja schon irgendwas rumkrummeln. Was? Okay, der wird mir nichts tun. Behaupte ich einfach mal, meinem jugendlichen Leichtsinn. Vielleicht kann ich mit dem sogar reden. Ich werde jetzt erstmal die Kisten checken. So rotzfrech wie ich bin. Ein starker Zauberschild. Seelengefäß und ein Feuersamen. Und hier haben wir... den Königskorridor-Schlüssel. Oh, das ist gut. Denn ich weiß, dass wir irgendwo da unten eine Tür noch hatten. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was in der Mitte hier los ist. Was ist mit dir? Wer bist du? Eingebetteten Schlüssel nicht im Inventar. Okay, also ich kann... dich nicht befreien. Oh, meine Fresse. Okay, ich kann ihn nicht befreien und da in der Mitte, was ist das? Da mittig ist ja auch nochmal irgendwas. Da ist eine Frau. Da ist eine zierliche kleine Frau. Eine junge Dame. Die auch eingesperrt ist. Okay, das ist ja mal krass. Das finde ich immer ultra krass. Okay, ja, also den Schlüssel haben wir noch nicht, aber wir haben dafür einen anderen bekommen. Und ich bin guter Dinge, dass wir den jetzt an dieser Stelle benutzen dürfen. Ich hoffe es einfach mal. Gut, dann geht's zurück. Ich habe natürlich, was heißt natürlich, ich habe eure Kommentare gelesen zum letzten Part. Mittlerweile, da bin ich auch ganz froh drum. Da habt ihr mir einige Tipps gegeben. Zum Beispiel, ich sollte doch mal dieses Seelenschwert ausprobieren. Das ist, soll es doch sehr gut sein. Haben recht viele gemeint. Werde ich dann wohl auch mal tun. Manch einer hat auch geschrieben, ich soll endlich diese Zauberwirkzeitverringerung entfernen. Die bringt es nicht wirklich. Okay. Der Ring der Klingen wäre da angebrachter. Hat man im gleichen Atemzug gemeint. Okay. Ich nehme einfach mal alles zur Kenntnis und ich soll den nächsten Boss erstmal ohne Hilfe probieren. Okay, deswegen Ring der Lebenssicherung ist drin, aber ich bleibe einfach mal unmenschlich, weil ich will ja eh keine Hilfe haben. Wenn jetzt demnächst irgendwann mal ein Boss kommen sollte, ne? Hier können wir auf jeden Fall unseren Schlüssel benutzen. Und da hinten ist auch schon die Nebelwand und viele haben gemeint, das soll ein epischer, lauter Kampf werden. Ein richtig böser, failiger Kampf. Also ihr macht mir sowas von die Hose voll. Danke dafür. Ich freue mich immer mal überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Effekt? Okay, Blitze von draußen oder was? Wie geil. Der Königskorridor. Oh, das sieht ja schon mal krass aus. Was haben wir hier? Ein Köderschädel. Mhm. Abgebrannte Kerzen überall. Nur noch ein paar leuchten. Lang, lang ist her, als man da das letzte Mal wohl durchstiefelte, ha? Ja, und was ich auch nie kapiert habe, diese Statuen, ne? Bevor die überhaupt aufstehen, kann man die anscheinend mit Bogen und Pfeil abschießen. Da hätte ich es mir deutlich leichter machen können. Das hätte ich aber echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die müssten erst zu leben werden, damit man die überhaupt beschädigen kann. Naja, durch euch lerne ich halt nie aus, man merkt das schon. So, und apropos, wenn wir schon mal dabei sind, der ein oder andere, mit roten Augen sogar, steht da auf. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Gut, ich mache zwar einen netten Schaden, aber, oh Gott, das wird ein hässlicher Korridor. Und wisst ihr was, ich glaube, ich renne durch. Oh! Oh, ich hau ab. Oh, jetzt kommt aber hinter mir einer. Okay, ich renne hier jetzt durch. Ich bin da voll die... Oh, ich renne jetzt durch. Das bringt mir leider nichts wegen dem Torwächter da hinten. Ist da was, ist mir alles egal. Oh, komm, schnell. Wenn wir jetzt schnell machen. Schnell. Ah! Ah, das klappt nicht. Scheiße. Ah! Das ist so scheiße.
Das war im Vorgänger nicht so. Da hat man die Nebelwand berührt und man war gegen alles immun. Und jetzt ist man da noch locker 5-6 Sekunden. Einfach, ja, das Opfer. Das Opfer schlechthin. Aber wisst ihr was, das macht jetzt gar nichts. Es war ein bisschen ärgerlich wegen dem Ring der Lebenssicherung, den ich jetzt verbraten habe. Wegen den Seelen, logischerweise. Aber ich wollte mich eh umrüsten, nach euren Tipps. Und das ist ja gleich um die Ecke, das ist ja ein Sprung. So, mal kurz überlegen. Habe ich denn noch so einen Ring der Lebenssicherung? Ja, ich hätte noch einen. Gut, ich werde jetzt einfach... Ich will jetzt noch nicht zu Machula. Ich habe noch keinen Bock. Aber ich will jetzt das Gebiet cleanen. Das war nämlich gar nichts. Ich mache jetzt eine Zaubereinstimmung. Werde diese sinnlosen Dinger da erstmal entfernen, die mir nicht gefallen. Warte mal, schwer... Nee, schwer muss raus. Schwer muss raus und empfohlen wurde mir... Das Seelengroßschwert, das war's. Das Seelengroßschwert wurde mir mehrfach empfohlen. Dann mache ich das jetzt mal rein. So. Der Rest kann so bleiben, wie er ist. Schwerer Ziel. Oder habe ich da nicht noch was anderes in petto? Nee, ne? Das habe ich auch nur einmal. Na gut, dann bleibt so. Okay. Reisen will ich jetzt nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, das Gebiet zu cleanen. Und ich werde mal mit diesem Seelengroßschwert warm. Ich probiere es mal. Ich weiß ja gar nicht, wie das genau in der Praxis funktioniert. Jetzt darf ich wieder wie ein Blödian überlegen, wo geht's jetzt weiter? Aber ich glaube, wenn ich da runtergehe, dann... Nein. Das muss doch gleich, Oh, ich kann mir das nie merken hier von dem Leuchten. Ist hier ein Geheimnis? Nein. Hätte doch gepasst. Ich kann mir das nie merken, aber ich gehe jetzt doch nochmal da runter. Doch, da ist es. Ah, wunderbar. Das ist ja eine ultima kurze Strecke hier. Ich weiß, mit Pfeil und Bogen könnte ich die eventuell... Aber es stehen auch wieder nur ein paar auf, ne? Ich habe mir jetzt überhaupt nicht gemerkt, wer von denen aufsteht. Das ist auch blöd. Also ich werde es mal probieren mit dem Seelengroßschwert. Ich habe keine Ahnung, ey. Das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. So, wann steht der erste auf? Also es ist halt blöd, dass da gleich immer alle aufstehen müssen. Jetzt habe ich nur einen. Das ist doch gut. Das ist ein wunderbares Testobjekt. Jetzt mal das hier zu probieren. Wow! Okay. Au. Aber das war schön. Vor allem, wenn das auf alle geht. Das würde ich gleich gern... Lass mich mal weg da. Leute. Nee. Schlechtes Timing. Ich muss hier weg. Darf ich mir... nein, der geht da rein. Scheiße. Okay, nee. Jetzt mach ich das nicht. Ey! Ich glaub's geht los hier. So, warte. So. Hopp. Okay, du machst nur das. Ah, es ist diese Attacke. Okay. Geht eigentlich. So. Gut. Okay, man muss sich halt immer wieder an die Typen erstmal gewöhnen und so, ne? Es ist... So, aber das ist Seelengroßschwert, meine Herren. Das ist ja wirklich mal geil. So, ich hätte jetzt gern, dass die beiden kommen würden. Dann würde ich gern mein Großschwert hier mal abfeuern. Ja, gern auch noch mit dem dazu. Aber eine gewisse Range muss ich davor halt haben. Ich würde sagen, jetzt. Bams! Okay, schön. Schön, der eine ist schon mal fast tot. Schade, dass es den anderen nicht getroffen hat. Oh, das ist so fies, ey. Diese Attacke, die dann definitiv durch meine... Ja, durch alles geht. So, komm, jetzt du. Aber es ist nicht so schlimm. Jawohl. So, und jetzt sind Typen da hinten noch. Das ist eigentlich noch okay. Also die Typen zu killen, das wird mich nicht so umbringen. Da habe ich schon deutlich schlimmere Räume gehabt. So, und den kriegen wir auch schnell klein, das wissen wir ja. Ja, gut. Es sei denn, ich will zu viel. So. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns den nächsten Boss an, wie ihr gewünscht habt. Erstmal ohne Hilfe. Warum auch immer. Ihr seid gemein.
Ich werde hier mal wechseln auf groß schwer. Stab und ja, mal gucken, was mich erwartet, ne? Los geht's. Halt. Will ich wirklich? Ja. Der Spiegelritter. Alles klar. Boah, der zieht mir gleich komplette Ausdauer ab. Oh, netter Typ hier. Okay, der Schaden ist schon mal gut. Okay, jetzt kommt angesprungen. Ich sehe es schon. Und es shift. Ist nicht gut für mein Schwert. Oh, oh, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Was macht er? Oh, Blitz, Blitz, Blitz. Nichts passiert irgendwie. Ich hätte auch mich... Ah, Spiegel. Ja, es prallt ab. Es prallt einfach an seinem Schild ab. Wie geil. Okay, aber man kann ihn auch treffen. Also, wenn ich ihn treffe, tut's weh. Jetzt zum Beispiel. Okay, ich muss wirklich gucken, dass ich ihn treffe. Jo, okay. Ist das wirklich der Boss, bei dem ich mir keine Hilfe holen soll? Oder meint ihr den übernächsten? Ich weiß ja nicht. Bei dem ist Hilfe vielleicht wirklich nicht. Aber gut, ich will noch nicht... Ich will es noch nicht hinausbeschwören. Vielleicht hat er noch ganz fiese Sachen im Petto. Das tut ja zum Beispiel schon mal weh. Whee! Das hätte bestimmt ultra weh getan, wenn er mich getroffen hätte. Ja, jetzt blockt er erstmal wieder, aber ich bin hier. Hallo. Blöd, Mann. Oh, 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 okay. Ich nehme es zurück. Er hat hier einen Kameraden gerufen. Okay, das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Ich hasse es. Okay, warte mal. Dann mache ich mal was anderes. Den. Machen wir mal gleich was Hartes. Oh ja, das ist gut. Und jetzt weg. Er macht nämlich schon wieder... Ah, das da, ja. So, jetzt würde ich gern den... Ah, verdammt, das war nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt muss ich mich erstmal heilen. Ich muss erstmal einen Heilmoment finden. Ah, ja, okay. Ich brauche einen Heilmoment, ich brauche einen Heilmoment. Ich habe keinen Heilmoment. Die sind mir zu sehr auf den Fersen, das war scheiße. Okay. Aber der ist wirklich schaffbar ohne Hilfe. Also, was er da ruft... Gut, ich wollte es jetzt ein bisschen umständlich, wollte ich seinen Gehilfe da killen. Der hat mich auch ein bisschen außer Ruder gebracht, aber davon abgesehen, ich glaube, den schaffen wir. Ja. Ich laufe jetzt noch, obwohl... Nee, ich räume den Korridor auf und dann sehen wir uns beim Boss wieder. Bis gleich. Jo, Freunde, da bin ich wieder. Und falls ihr euch fragt, wieso habe ich so viele Seelen, ich war noch mal ganz kurz in Majula, habe meine zwei Lebensringe reparieren lassen. Nach wie vor ausgerüstet. Ich habe noch keinen Bock, das auszugeben. Es bringt einfach nur nichts. Aber ich will es auch irgendwie nicht hergeben. Ja, und wie ihr seht, die 3000, ich mache eh im Plus. Es tut überhaupt nicht mehr weh, die Ringe reparieren zu lassen. Darüber hinaus habe ich eine Estus Flakor-Scherbe, die wir gefunden haben, abgegeben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ihr da jetzt nicht live dabei wart. Ich meine, wir haben jetzt eben 12 Estus Flakons. Ist ja jetzt nicht so spannend. Und hier haben wir noch ein Item übersehen, nämlich einen Lebensstand. Super. Gut, und jetzt probieren wir den Boss noch einmal. Diesmal lasse ich mich da nicht so schnell aus dem Boxhorn bringen. Ich mache einfach so weiter wie gehabt. Und wenn der Typi kommt, dann wird er auch ganz standardgemäß getötet und nicht mit irgendwelchen Experimenten. Also los geht's. So, hallo Spiegelritter. So, das hat schon mal nicht getroffen. In die Ecke sollte ich nicht reinkullern, das wäre vielleicht ein bisschen blöd. So. Und jetzt geht's los. Was macht er jetzt? Ja, stechen kannst du toll. Ah, weg da. Okay. Das hat zum Glück nicht getroffen. Ich sollte eigentlich mehr links laufen, damit ich eher nicht sein Schild erwische, ne? Oh! Okay. Zum Glück ist er einer der trägeren Bosse. Wie man sieht. Also ich kann da locker einfach mal reinpieksen, ohne dass es ihn großartig juckt. Knifflig wird es halt erst, wenn er Verstärkung ruft. Ist klar. So, weiter. Macht er wieder das. In Bewegung bleiben. Dann trifft er trotzdem. Okay, das war jetzt nicht so schön vorgestellt. Na, egal. Was ist jetzt mit ihm? Ist er jetzt in Starre verfallen? Soll mir recht sein. Okay, komm, immer... Oder abrollen. Abrollen. Wow!
Ha, da hat er trotzdem nicht getroffen, auch wenn das mal ein bisschen breitflächiger probiert hat. Ah. Na gut, jetzt holt er wieder seinen Kameraden, ne? Aus seinem Schild raus. Das Schild hätte ich übrigens auch gern. So, und jetzt ganz schnell den Typ killen. Das ist jetzt so meine... So, genau so. Yo, dann ist mir deine Attacke schon scheißegal, mein Freund. Dein komischer Spielkamerad ist tot. Das sollte dir zu denken geben. Wow, da macht er einfach mal die Säulen kaputt. Ich wollte gerade sagen, die könnte man als Schutz benutzen. Und man muss schon fast aufpassen, wenn man da ihm zu nahe kommt. Ich weiß ja nicht. Vielleicht könnte man sich von seinem eigenen Pfeil treffen lassen. Das wäre natürlich nicht so stylisch. Oh, oh. Ui, das war knapp. Okay. Die Hälfte. Hammer ihm abgezogen. Okay, was hat er jetzt gemacht? Ich weiß es nicht genau. Und er blockt wieder. Ah, der blockt. Ah, diesmal nicht. Da hat er zu einem günstigen Zeitpunkt in die Angriffsdingens gewechselt. Haha, mein Freund. Nein, du sollst doch nicht blocken. Blocken ist doch mein Ding. Oh, oh. Weg, 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 weg. Was auch immer er da tut, ich weiß es nicht genau. Ich will es auch gar nicht genau wissen. Meine großen, schweren Zehenfalls sind bald vorbei. Oh! Oh, shit, da hat er mich mal voll getroffen. Okay, aber er gibt mir zum Glück immer schön Zeit. So. Okay, da hat er mich zum Glück nicht erwischt. Jetzt mache ich mal das hier. Nein, komm nicht mit deinem ollen Schild zu mir. So, Seelenspeer ausgerüstet. Ja. Bleib ruhig. Naja, bleib nicht so stehen. Wäre zu schön gewesen. Jetzt zu ihm, jetzt zu ihm. Oh! Okay, okay, okay. Trinken. Aber den kriegt man noch klein. Was macht er jetzt? Was war denn das? Keine Ahnung. Wenn ich ihn jetzt schnell kille, ist es mir egal, wenn er noch einen holt. Das war's. Und sein hässlicher Diener stirbt dadurch auch. Schön! Die Spiegel-Ritterseele. Und unglaublich viele Seelen. Der war doch gar nicht so schwer, der Kerl. Gut, soll mir recht sein. Wir kriegen so keine Trophäe für den. Gut. Immer her damit mit dem Zeug. Geil. Geil, geil, geil. Und ja, das muss ich euch echt mal recht geben. Zum Glück habe ich es ohne Hilfe probiert, weil der war wirklich so schaffbar. Aber sowas von. Da hätte es mich geärgert, den nicht, beziehungsweise den mit Hilfe zu machen. Das wäre ja dann ultra lame gewesen. Wenn es denn der war, den ihr meintet. Überhaupt. Das weiß ich ja gar nicht so genau. Wunderbar, das haben wir gut gemacht beim zweiten Anlauf. Also ich muss da auch manchen Kommentar schreiben und einfach recht geben. Dark Souls 2 ist einfacher wie der erste. Wenn ich mal dran denke an Teil 1, habe ich für manche Bosse vielleicht 10 bis 15 Versuche gebraucht. Und hier sind es meistens 1 bis 5. Das ist deutlich weniger. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt einfach Dark Souls erprobt ist. Denn diese Erfahrung hat man ja eigentlich schon bei Demon's Souls bekommen. Also ich zumindest. Also ich glaube, das kann man definitiv unterscheiden. Dark Souls 2 ist wirklich einfacher wie sein Vorgänger. Wir bekommen einen Zauberquarzring plus 2 Asketenleuchtfeuer und einen Seelenblitz. Wunderbar. Plus 2 Ringe, also das ist noch richtig selten. Hat man hier eine schöne Aussicht? Nee, eigentlich nicht. Schade, dass wir von dem keinen Ring bekommen haben. Aber das kommt vielleicht noch. Na gut. Schön war's. Und es geht weiter nach unten. Wir haben den Lebensring drin. Es kann uns ja im Grunde nichts passieren. Weiter geht's. Im Übrigen, der dritte DLC ist mittlerweile installiert. Die neueste Kalibrierung ist drin, nur für die Leute, die es vielleicht interessiert. Alles auf dem aktuellen Stand. So, wo sind wir denn nun? Ich habe übrigens laut gewissen Kommentarschreibern auch irgendwo ein Leuchtfeuer übersehen, aber das ist mir gerade relativ wumpe. Denn wir kommen ja ganz gut voran. Ich freue mich schon drauf, die 60.000 Seelen auszugeben das nächste Mal, beziehungsweise sobald ich sterbe. Also los geht's. Hier geht's weiter. Das sieht nach Leuchtfeuer aus. Nein, es ist es nicht. Es ist nur eine Fackel. Okay. Fackel anzünden. Warum sollte ich? Hm.
um vielleicht durch dieses Geäst durchzukommen. Nein, da hält mein Schwert auch dagegen. Grüne Blüte. Ich lasse das mal mit der Fackel. Ich wüsste jetzt nicht warum. Hell genug ist es momentan noch. Vielleicht wird sich das ja gleich ändern. Ich weiß es nicht. Oh nein. Ist es hier? Nee, okay. Ich dachte schon hier. Oh, hört ihr das? Ich höre hier einen weiblichen Gesang. Eindeutig. Muss schon wieder ein bisschen an Demon's Souls denken, aber egal. Da ist auch ein Leuchtfeuer. Okay, wow. Was geht denn jetzt ab? Wo sind wir hier? Wer hätte das erwartet unter dem Schloss von Trang Lake? Wir sind im Schrein von Amana, Freunde. Das war's schon mit dem Schloss? Kann ich mir kaum vorstellen, aber okay. Das Leuchtfeuer ist schon mal entzündet. Aber ich mach noch... Okay, wir setzen uns noch mal kurz hin. Zauber und so. Aber ich mache noch keine Anstalten, zurückzukehren. Durch diesen Gesang wirkt es hier natürlich auch übertrieben friedlich. Hier könnten wir runter. Ein kleines Häuschen. Da hinten sehe ich einige Items. Das ist mir alles fast schon zu einladend gerade. Aber egal. Folgen wir diesem sirenenhaften Klang und lassen uns verzaubern. Oder eben auch nicht. Ich bin skeptisch, denn wir sind hier nicht bei... Keine Ahnung. Wegen einem schönen Jump'n'Run oder Adventure. Wir sind hier bei Dark Souls. Das muss gar nichts heißen. Wie soll ich denn da bitte drankommen? Vielleicht, wenn ich den Ast abschlag und dann unten irgendwie hole. Ich probier's mal. Ein Schlag ungefähr von hier. Das war mies. Dann habe ich Angst runterzufallen. Dann lass es lieber. Hole ich vielleicht später. Wir haben ja zwei Wege, also ich weiß gar nicht, ob ich hier hin soll oder hin möchte. Da hinten sind wieder so komische Pilze. Oder was ist das? Ja, es ist definitiv bösartig. Okay, das kriegt recht guten Schaden. Da ist... Oh, da hatte ich aber Glück, dass ich die Kiste nicht getroffen habe. Verwelktes Dämmerungskraut und ein Skeptikergewürz. Ach, wir tun schon wieder zu viele Items sammeln und nicht angucken. Ich muss unbedingt demnächst wieder eine Itembeschreibungspart einführen. Das machen wir demnächst, weil wir hatten jetzt so viele Ausfälle von Dark Souls, dass wir jetzt wenigstens ein bisschen vorankommen. Und dann können wir uns mal wieder um so einen Lesepart kümmern. Ja, aber das Item, also wie gesagt, ich... Näher ran geht nicht. Ich komm da, ich kann da gar nicht runterfallen, sehe ich gerade. Probier es nochmal. Okay, das hat geklappt. Es wurde mit dem Tod bestraft. Aber es hat geklappt. Ach, Gott. Aber immerhin liegt das Item unten. Ich hätte echt gedacht, ich falle nicht runter, weil ich konnte nicht weiter. Ja, und klar, wenn ich den Ast umhaue, dann kann ich weiter, jo. Aber wisst ihr was, mir egal. Ich habe noch keinen Bock jetzt aufzuhören. Weil dann ist der Part wieder voll, dann wissen wir nicht, was sich hier befindet. Ich bin selbst gerade so neugierig. Nennt es uneffizient, ist mir wurscht. Ich muss jetzt nochmal den anderen Lebenssicherungsring an. Wir gucken hier weiter. Wir machen jetzt einfach weiter. Das Item müsste ja jetzt noch hier liegen, oder? Ich gehe mal ganz schnell gucken. Nee, Quatsch, wo waren das jetzt? Das kommt erst noch. Das müsste jetzt noch da liegen an der Stelle. Hoffe ich. Ich will wissen, wer hier so schön singt. Ich bin angetan von dieser schönen Stimme. Ja, das Item liegt. Gut. Dann war mein Tod nicht umsonst. Dann gehen wir weiter runter. Warte auf mich, Holdemite. Ich komme dich, um dich hoffentlich zu befreien. Vielleicht ist sie auch böse. Ich weiß es nicht. Ja, wie böse tief ist das Wasser hier? Kann ich hier stehen? Wie wir wissen, Dark Souls, nicht Schwimmer und so. Da liegt auf jeden Fall ein Item. Eine Seele, gut. Okay, hier können wir anscheinend überall stehen. Das gefällt mir. Schaut mal diesen Glitzer hier. Feen... Oh! Oh, hast du mich erschreckt? Warst du der Glitzer? Der war der Glitzer!
Ich wollte gerade so schön... Ach, schaut mal, Feenstaub. Vielleicht können wir dann in die Lüfte. Und da kommt so ein hässliches Vieh da raus. Okay, aber schön, dass man es sehen kann. Also, sicher ist hier gar nichts. Wer bist du denn? Wer bist du? Okay, du bist tot. Das gefällt mir. Anscheinend haben hier ein paar Leute was dagegen, dass ich ihre Herrin besuche. Das ist mir aber gerade sowas von Wumpe. Aber... Ich werde es noch aufschieben, denn ich würde gerne Items sammeln. Aber hier komme ich nicht vorbei an diesen Stein. Vielleicht außenrum, mal gucken. Ich habe immer noch Angst, dass ich... Ja, schaut, da hört es nämlich auf. Da würde ich in die Tiefe fallen und wäre tot. Ich muss schon wirklich aufpassen, wo ich hinlaufe, aber hier ist sicher. Und der Flammenschmetterling und ein Glitzertitanit, das müsste das gewesen sein, was ich da runtergestoßen habe. Erinnert so ein bisschen an den Aschesee. So ein ganz klein bisschen. Von Dark Souls 1, beziehungsweise an den einen Waldort, wo es die Hydra gab. Ah, ich muss aufpassen, wo ich rumlaufe. Okay. Ah, hi! Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah, die sind so einfach, die Viecher, da muss ich mir auch keinen Kummer machen. Da ist noch eins. Den mache ich mal auf die Art. Bums. Und Bums. Okay. Da hinten sind noch so viele schöne Items, aber... was hast du denn für mich? Seitiger Steiner, da freuen sich die Vögel. Weiß nicht, soll ich erst... in das Haus oder mich erst noch hier aus... außerhalb umschauen. Eine schöne Bank. Kann man sich ausruhen von seinen Abenteuern. Hat doch was, oder? Ich find's hier schön. Ah! Böse! Mensch, ihr seid kindisch. Lasst mich mal in Ruhe. Hier ist der Hinterausgang. Den gehe ich jetzt einfach mal. Also ich werde die gute Dame jetzt einfach mal ignorieren. Ich bin gerade ein bisschen itemgeil. Oh, da hinten scheint es aber auch weiterzugehen. Da ist eine Höhle oder so. Wenn ich das richtig sehe. Also das heißt, wir werden sie doch gleich besuchen. Verfolgt mich schon wieder was? Nee. Okay. Der Gesang hat jetzt auch aufgehört. Nee. Ich nehme es zurück. Aber sind die Viecher blind oder warum treffen die so schlecht? Da hinten sind drei von diesen komischen weißen Wächtern. Also einer ging ja mit der Waffe, aber den Rest werde ich lieber mit Zauber machen. So, ich bin gewappnet. Oh nein, nein, nicht jetzt, nicht jetzt. Jetzt machen wir erst den da. Jo, jetzt ich. Okay. Kein Problem für uns. Also die Gegend ist jetzt sehr chillig. Muss ich ja mal sagen. Jetzt du. Wie schön, dass ich die schon killen kann, bevor sie mich anspringt. Das ist sehr... logisch und auch ja, einfach freundlich. Was, so viele von denen hier? So, der nächste bitte. Na komm. Puh, das war knapp. Aber ich mal wieder, ne, auf dem letzten Drücker. Und tschüss. Ja, die können gar nichts. Die können mir immer gar nichts anhaben. So, der nächste. Dann gibt's die Belohnung. Jawohl. So, komm, ich umtänzle dich. Oh, ich umtänzle dich. Jetzt bin ich dran. Jawohl, das habe ich schon lange nicht mehr hinbekommen. Schön. Okay, was gibt's hier denn? Seele eines Untoten. Dann haben wir hier Seele Untoten, Skeptikergewürz. Und die große Seele eines stolzen Ritters. Ach, die Uhrzeit sagt mir, dass es sich nicht mehr lohnen wird, zu dieser tollen Frau zu gehen. Die heben wir uns dann fürs nächste Mal auf, aber ich werde zumindest hier noch aufräumen. Also seelentechnisch bringt das leider nicht viel, wie ihr seht. 5000 gerade mal bisher. Aber egal. Dafür sind sie auch einfach. Schöne Two-Hits hier, kein Problem für uns.
Da hinten wird es weitergehen. Da erwartet uns was weiß ich. Wir gehen jetzt erstmal nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob man da hinten... Ihr könnt mir ja schreiben, ob es da hinten noch irgendwas gibt. Ich habe da jetzt ein bisschen zu viel Angst, da irgendwo sonst wohin zu landen. In die ellenlose Tiefe oder so. Aber die Kiste da, die können wir uns noch holen. Aber sowas von. Wer lacht? Oh ne, da ist irgendwie sowas Verfluchtes Dummes. Rotes Wasser. Was lacht denn wieder hier so blöd? Ach, ist da diese Fluch? Okay, alles klar. Ist ja nicht so schlimm, aber... Oh, es nervt einfach nur. Nein, ich wollte eigentlich... Ja, genau das wollte ich. Das war knapp. Denn da hinten ist tiefes Wasser. So. Auch das hätten wir erledigt. Gut, Freunde, der Part ist voll. Wir werden das nächste Mal in das Haus endlich gehen und gucken, woher dieser liebliche Gesang kommt. Und dann gehen wir da hinten weiter. Oder wenn ihr meint, hier und da ist noch was, dann werde ich da nochmal gucken. Ja, insgesamt ein schöner, erfolgreicher Part. Mal wieder, so doch mal schon wieder Zeit. Denn den letzten haben wir doch deutlich zu viel gefällt. Und das sieht doch echt mal geil aus, muss ich sagen. Erinnert auch schon wieder ein bisschen an das Ende von Demon's Souls. Ich kann mir nicht helfen. Ich muss ständig an Demon's Souls denken. Aber gut, wie dem auch sei, freut euch auf Dark Souls 2 in wenigen Tagen. Bis dann.